Ja, dann hallo. Du bist die Tanja und Ja, und du bist die Paula. ja, ich bin die Paula. Ich spiele Bass bei Blessed with a Curse. Was mich gleich zur Frage bringt, wie ist gerade dein musikalisches Sein? Wo bewegst du dich? Bist du in einer Band? Möchtest du zusätzlich darüber hinaus vielleicht was machen? Wie entwickelst du dich da gerade, oder wo bist du? Ja, ich versuche es mal eine Frage nach der anderen abzudecken. Also, ich habe lang gespielt bei der Black Metal Band Dürkheim, so von, ich glaube, 2010 bis 2018. Jetzt seit 2 Jahren sind wir nicht mehr wirklich aktiv. Und dann noch so, ich weiß nicht, 1,5, 2 Jahre war ich bei Negative Bias, auch im Black Metal Bereich. Jetzt auch schon, ich glaube, seit letztem Jahr im Februar nicht mehr dabei und aktuell probiere ich mich gerade halt so mit einem Solo-Projekt, was halt langsam, aber stetig so vorangeht. Und schauen wir mal, wie das so weitergeht. Gitarren sind mal aufgenommen, jetzt geht es noch halt um Bassgesang, solche Sachen. Das heißt, du machst wirklich alles selber. Ja, also zumindest die Gitarren und den Gesang werde ich, also Gitarren sind schon aufgenommen, habe ich alles selber aufgenommen. Gesang übe ich jetzt gerade mit einer Freundin, bereite ich vor. Und Bass muss ich noch schauen, ob mir das jemand macht oder ob ich das einfach selber einspiele. Ich denke mir, der Sprung von Gitarre zu Bass, das wird schon irgendwie hinhauen. Drums, ja, entweder programmiert oder ein Kumpel spielt es mir ein, da schauen wir mal. Das ist so das. Alles ohne Stress oder mit Terminen, die du einhalten möchtest? Ja, derweil, ohne Termine, ohne Stress, weil ich fange jetzt eben mit einem neuen Job an ab Oktober, werde jetzt umziehen von Wien nach Graz und habe da halt viel um die Ohren. Und sobald ich mich da mal eingelebt habe, werde ich schauen, wie ich das dann weiter vorantreibe. Während Corona war ja auch jetzt nicht so viel möglich in Bezug auf woanders hinfahren, wo aufnehmen etc. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Irgendwas geht auf jeden Fall immer weiter. Ja, na, was mich interessieren wird, wie bist du eigentlich so zu deinem Instrument und deiner Band gekommen? Das eine ist mit dem anderen verbunden. Ich habe nämlich bis zu meiner Band nicht einmal einen Bass besessen. Ich habe eigentlich vorher Gitarre gespielt. Und der David hat mich dann einfach 3 Monate lang gefragt: Ja, magst du nicht bei uns Bass spielen? Wir brauchen wen am Bass, dann wären wir endlich komplett. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht: So, naja, okay, die Musikrichtung klingt eigentlich eh das, was ich auch so mag. Und ich dachte: Okay, dann habe ich zu der Zeit auch zufällig von einem Freund einen Bass dann ausgeborgt. Bin mit diesem ausgeborgten Bass in diese Probe spaziert und es hat eigentlich dann auch gepasst. Und ja, so ist das dann eigentlich total entstanden, dass ich in die Band gekommen bin und eigentlich mit der Band erst wirklich begonnen habe, Bass zu spielen. Also ich hab vorher gar nicht wirklich Bass gespielt. Aber du hast vorher Gitarre schon gespielt. Genau. Okay, also das war dann nicht so ein krasser Neueinstieg, weil das musikalische Grundverständnis war da und alles. Das Und war auf jeden Fall da und wie ein klassischer Gitarrist nun mal diese Einstellung hat, naja, ich kann Gitarre spielen, ich kann ja auch Bass spielen, habe ich mir das damals auch gedacht. Mittlerweile sehe ich das ba den Bass halt natürlich als mein Hauptinstrument und ganz anders als damals. Aber ja, ich wurde mehr oder weniger eigentlich eingeladen, in diese Band einzusteigen. Das, ja. Ist jetzt eigentlich nicht die spektakuläre Geschichte, denke ich. Wie bist du damals zu deinen Bands gekommen? Ja, ich würde sagen über das Internet, ja, über bandsuche.at. Ah, das gab es So, ja auch noch, ne? viel verschrien, aber doch viel verwendet. Ja, so richtig mit Gitarre spielen habe ich eigentlich erst so mit 19 angefangen, würde ich sagen. Also ich habe einmal mit 14 die alte akustische von meinem Papa rausgekramt und halt so ein paar Akkorde vor mich hingeklimpert, aber das eigentlich dann recht bald wieder sein lassen. Und dann eigentlich, es ist ja das Klischee, dass viele Frauen über ihre Freunde in die Black-Metal-Szene oder Metal-Szene kommen. Es war bei mir eigentlich auch ähnlich. Also ich habe eigentlich, seit ich 14 war, schon eher Metal gehört, aber hatte nie Anschluss irgendwie an die Szene, weil ich kannte einfach niemanden. Und dann halt
über einen Freund, mit dem ich zusammen war, bin ich dann halt mehr auch so in die Lokale gekommen und auf die Konzerte. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann begonnen habe, mich auch wieder mehr für die Gitarre zu interessieren und wieder halt die alte Gitarre rausgekramt habe, dann mir auch eine elektrische zugelegt habe. Und Black Metal war da ein super Einstieg, weil einfach es gibt da, also es, Black Metal ist nicht prinzipiell sehr simpel, auch wenn es den Ruf hat, es gibt auch sehr komplexe Sachen, aber es gibt diese simplen Sachen und man kann halt als Anfänger schon mit sehr wenig Technik sehr atmosphärische Sachen kreieren. Und das war so mein Zugangspunkt. Ich konnte halt, weiß ich nicht, zwei Saiten greifen und einfach Akkorde spielen. Und das war dann schon ein Depressive Black Metal Song. Vor allem, wenn es geht gerade um Depressive Suicidal Black Metal, Cascadian Black Metal. Das war einfach so dieser Zugang. Und dann habe ich auch schon gesucht auf Bandsuche. Ja, ich würde gern mit irgendwem spielen. Und dann war da der Sänger meiner damaligen Band Dürkheim, der auch gesucht hat. Und dann haben wir uns getroffen, haben gejammt, haben uns super verstanden und haben gesagt, ja, passt, passt, wir gründen jetzt eine Band. Haben uns andere Musiker gesucht, das hat dann so dauert ein paar Monate und irgendwann waren wir einfach alle vollständig. Und das Lustige ist, wir haben eigentlich alle nicht besonders gut spielen können. Wir waren alle so jung und irgendwie so, ja, na, wir wollen das jetzt ausprobieren. Wir haben also alle unser Instrument vor kurzem angefangen und machen wir halt einmal. Aber bester Start eigentlich, wenn man auf demselben Level beginnt, Ja, oder? und So. wir sind dann eigentlich gemeinsam erst Musiker geworden. Irgendwie jeder konnte halt nur so ein bisschen spielen, manche mehr, manche weniger und dann sind wir halt so zusammengewachsen, ja. Wie ging es dir in der Zeit, wie gesagt, auch in dieser ganzen speziellen Frauenrolle im Metal, in der Band halt jetzt speziell, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass alles wie bei jeder anderen Band ganz normal ist, dass du, also dass es eh wurscht ist, welches Geschlecht du hast, oder hast du schon vielleicht auch manchmal das Gefühl gehabt, ein bisschen anders angesehen zu werden oder sonst was aufgrund deines Geschlechts? Ja, das ist eine super Frage, weil natürlich meine Erfahrungen sind halt immer subjektiv. Ich kann nur aus meiner Position sprechen und ohne jetzt einen Anspruch auf Objektivität zu haben, aber ich habe schon immer wieder das Gefühl gehabt, dass es einen Unterschied macht, dass auch jetzt innerhalb der Band vielleicht, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, wo ich mir gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt der männliche Bandkollege wäre, dann hättest du das jetzt so nicht zu mir gesagt. Also ich hatte schon eher das Gefühl, wenn halt männliche Bandkollegen Vorschläge bringen oder mit Sachen nicht einverstanden sind, dann wird das eher halt so als gesehen, Jana, der hat halt seine Meinung und der steht halt dazu und der will das halt dann halt so haben. Wohingegen mein persönlicher Eindruck war, als Frau ist das dann schon schnell, naja, jetzt sei jetzt nicht wieder zickig oder so, oder ja, du nörgelst immer. Wo ich mir gedacht habe, na, eigentlich sage ich nichts anderes als der andere Kollege auch. Vor allem, wenn ich mir dann gedacht habe, ich habe eigentlich den größten Beitrag beim Songwriting geleistet. Und dann mir gedacht, dafür war dann irgendwie dann doch das Mitspracherecht manchmal zu wenig. Wo ich mir gedacht habe, Leute, die weniger beitragen, wollen dann halt mehr bestimmen, in welche Richtung jetzt bestimmte Sachen gehen. Aber gut, so Konflikte hat man auch immer in Bands. Also im Großen und Ganzen hat es schon passt. Und organisatorisch war es da irgendwie so, keine Ahnung, wenn es jetzt um Konzerte organisieren geht oder Leute anschreiben oder sonst was, hat man da irgendwie so gemerkt, okay, vielleicht, weil ich merke das bei mir selber, also nicht direkt jetzt merken oder sowas, aber bei mir zum Beispiel in der Band, ich mache halt sehr viel Organisatorisches, ich mache das aber auch super gerne und auch wenn ich weiß, dass die Burschen super motiviert und engagiert sind und auch wirklich organisiert sind, läuft es halt oft einfach auch mal darauf hinaus, dass ich eigentlich die Organisation von etwas übernehme und die anderen dann fragen, ja, wie ist denn das und das oder so. Aber was ich jetzt nicht schlecht finde, aber mir fällt das halt dann nur auf. Ich weiß nicht, ob das so ein klassisches Frauending ist, dass die dann irgendwie alles in die Hand nehmen, weil es halt doch irgendwie so ein typisches Bild ist. Hast du damit auch irgendwie Erfahrungen gemacht? Jetzt in meiner ersten Band weniger. Wir waren halt auch recht wenig organisiert. Also die Gigs haben sich meistens eher so durch Connections halt ergeben oder dadurch, dass man halt jemanden gekannt hat. Und da war das Organisatorische nicht so stark die Frage. Und ja, bei die Bands, wo ich sagen muss, wo das war bisher nicht so straff durchorganisiert einfach. Also das habe ich dann nicht so bemerkt. Ja, was mich noch interessieren wird,
Jetzt auch zum Thema Live-Spielen, jetzt wenn du mit deiner Band irgendwo hinkommst, wie du das dann so empfunden hast, weiß ich nicht, du kommst halt hin und du triffst die andere Band und du triffst den Veranstalter, haben dich da die Leute irgendwie schief angeschaut oder so, weil du halt jetzt, weiß ich nicht, mit einer Frau in der Band gerechnet haben oder dass du vielleicht, haben sie vielleicht geglaubt, du bist gar keine Musikerin und oder? Da habe ich eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja selber in der Post-Hardcore-Metalcore-Szene unterwegs. Und natürlich, ich bin es gewohnt, dass ich meistens dann auch tatsächlich mal die einzig weibliche Person im Backstage-Bereich bin. Das ist halt einfach so, dass da weniger Frauen unterwegs sind. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich immer super herzlichst aufgenommen worden bin, immer... Halt natürlich im Gegensatz zu den Burschen, die sich dann halt irgendwie so, ja, Servus und bla bla bla, keine Ahnung, Fistbump und so, sind die Leute super lieb und kommen gleich so, ja, Umarmung und sowas. Das, ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt sonst irgendwie gesondert behandelt wird oder ich halt gesondert behandelt worden bin. Mir fällt halt schon auch auf, dass ich aufgrund meines Geschlechts natürlich dann eher mal vielleicht in den Gedächtnissen von den Leuten bleibe, weil ich persönlich tue mir halt schwer, keine Ahnung, da hast du ein Konzert, sei es jetzt 4 Bänder an einem Abend oder sogar, wenn es ganz arg ist, dann mal 7 Bänder an einem Abend reingestopft, dass es dann halt wirklich sehr viele Gesichter sind, die du kennenlernst. Und die meisten Leute sind ja auch super lieb und kommunikativ, plauderst ein bisschen. Und es passiert ja dann doch öfters, dass du mal mit der einen oder anderen Band wieder zusammenspielst. Und da fällt mir dann auf, dass die Leute, mit denen ich vielleicht schon mal plaudert habe Backstage, dass die wieder herkommen, ja, Paula, hallo, wie geht's da und so. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, also dieses Problem, dass ich mich dann wirklich schlecht fühle, weil ich mir eh schon mit Namen und Gesichtern schwer tue. Wenn da jetzt noch alle anderen Personen männlich auch noch dazu sind, ich möchte natürlich jetzt nicht alle Männer in den selben Topf werfen, auf keinen Fall. Aber manchmal tue ich mir dann wirklich schwer, es genau aus der anderen Perspektive so aus, ah, wer warst du jetzt nochmal? Ja. Ich kann mich nicht so ganz gut erinnern. Da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass so ein kleiner Extra-Druck ist, so, ah, aber die merken sich, dass ich da war, weil ich halt blöd gesagt dann doch auffalle im Backstage. Im Gegensatz halt zu den Typen, die eh normal sind im Backstage. Ich weiß nicht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das tue ich mir immer schwer. Aber ich habe sonst das Gefühl, es ist wirklich immer super lieb alles und keiner wird jetzt gesondert behandelt oder so. Hast du da andere Erfahrungen gemacht? Oder? Eher zu Beginn, wie wir noch nicht so bekannt waren vielleicht. Also schon immer wieder halt, ja, dass man halt auf ein Konzert geht und weiß ich nicht, da ist dann die andere Band und alle schütteln allen die Hände. Und da ist einmal passiert zum Beispiel, dass mir nicht die Hand geschüttelt wurde, weil die halt geglaubt haben, ich gehöre nicht zur Band. So. Oder so Sachen wie, dass dann halt jemand, dass ich halt nur frage, so, ja, na, wie viel Ohm hat die Box, weil ich mein Amp anstecken will. Und dann gleich so, ah, geh, ich mach da das schon. So. So schlimm. Das ist mir einmal passiert, aber das war jetzt nicht die Regel. Das sind halt, das waren einzelne Erlebnisse und im Grunde, dass irgendwann kennen einen die Leute bei den Locations, wo man spielt, ja auch schon halbwegs und wissen, dass man jetzt schon länger unterwegs ist und dann passiert das nimmer. Das war halt vor allem in der Anfangszeit ein bisschen so. Okay. Ja. Und sonst so, es sind so Kleinigkeiten wie, weiß ich nicht, dass ich mit meinen Bandkollegen dann danach unterwegs bin, in der Location und wir trinken noch was und dann redet man mit anderen Leuten und es wird halt immer zuerst mein männlicher Bandkollege angesprochen, weil halt davon ausgegangen wird, ich bin seine Freundin und man redet halt nicht zuerst die Freundin an, weil das ist halt uncool zwischen Dudes. So. Ja, okay. Aber jetzt ist halt viel Negatives gekommen, aber da möchte ich dann eh auch zu einem anderen Thema kommen, so wie man sich allgemein so fühlt als Frau in der Szene oder was da so auch, was man da für Möglichkeiten hat, die man vielleicht außerhalb der Metal-Szene nicht hat. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Erfahrungen, dass du jetzt sagst, okay, du kannst jetzt in der Metal-Szene halt irgendwie dich freier verhalten oder anders verhalten, als das jetzt in deinem Alltag möglich ist?
Ja, das ist jetzt grundsätzlich schwer zu sagen, weil sich mein Alltag lustigerweise halt auch einfach mit ähnlichen Personengruppen Okay. befasst. Also ich persönlich arbeite halt selber in einem Großraumbüro, wo sehr viele Leute dann sind. Und das sehe ich, habe mir halt die drei, vier rausgepickt, die auch Metal hören und die sich auch so kleiden. Und da fällt es mir dann schon relativ einfach, im Alltag einfach exakt dieselbe Person zu sein wie bei Konzerten. Aber natürlich, ja, wenn man zu Konzerten geht, man ist dann doch irgendwo in dem Umfeld, wo man hin möchte, weil man sich dort natürlich wohlfühlt, weil warum wären wir sonst hier? Aber ja, also bei mir ist ja jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich habe aber nirgends auch das Gefühl, dass ich mich jetzt verstellen muss. Also früher wurde ich vielleicht manchmal so komisch angeschaut, ja, was, okay, hörst Metal, gut. Ich sehe, ja, okay, aber das höre ich. Du hörst Pop, cool. Wo ist der Unterschied? Aber sonst, ich glaube, da habe ich nicht so den Unterschied. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie das Gefühl, du musst dich im Alltag verstellen vielleicht, oder? Teilweise ist es schon ein bisschen wie zwei Leben. Also Okay. so das, was ich so in der Arbeit auf der Uni repräsentiere, ist es vielleicht nicht ganz das gleiche wie jetzt beim Fortgehen in der Szene oder so. Also ich war mal wir haben mal gespielt mit Negative Bias in Innsbruck auf einer Veranstaltung, da ging es um Heavy-Metal-Forschung und ganz speziell war das so eine Podiumsdiskussion über Geschlechterrollen im Metal und wie sich männliche, weibliche Geschlechterrollen jetzt unterscheiden im Metal vom Alltag. Und da habe ich dann das erste Mal so begonnen, ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann habe ich auch gedacht, so ja, eigentlich so im Alltag, ich war halt jetzt nie das typische Mädchen. Ich habe mich nie wirklich interessiert für, keine Ahnung, halt so typisch feminine Hobbys, sei es jetzt, weiß ich nicht, ich möchte jetzt auch keine Klischees reproduzieren, aber einfach, wenn ich im Alltag auf der Uni so mit anderen Frauen zusammenkomme, dann habe ich immer das Gefühl, irgendwie, wir haben nicht so viele gemeinsame Interessen, wohingegen mit den männlichen Kollegen ich schneller ins Gespräch komme, weil die auch zum Beispiel gern Fußball spielen, auch Gitarre spielen, sich für Politikgeschichte interessieren, solche Sachen. Und da habe ich auch schon das Gefühl, in der Metal-Szene wiederum komme ich auch total schnell mit Frauen ins Gespräch, weil die ähnliche Interessen haben. Und in der Metal-Szene habe ich das Gefühl, so ich kann laut sein, ich kann derbe Witze reißen und einfach auf den Tisch hauen. Und man wird halt trotzdem irgendwie als Frau wahrgenommen und akzeptiert und gehört dazu. Wohingegen ich im Alltag das Gefühl habe, dass es dann doch zu sehr abweicht von dem, wie man sich jetzt als Frau verhalten soll, zum Beispiel jetzt auf der Uni oder in der Arbeit. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich mich in der Metal-Szene eigentlich freier bewegen kann als Okay. woanders. Das ist schon auch so ein bisschen so, ich würde schon sagen, dass das auch ein Emanzipationsmoment für mich hat. Wie ist das in der Black Metal Szene? Wie findest du das Verhältnis von Frauen zu Männern, die sich darin bewegen? Ist das ausgeglichen? Ich habe da Na, nicht ich denke so. nicht, dass ausgeglichen ist. Also es sind schon mehr Typen, ja. Und ich denke auch, dass für Typen leichter ist, in die Szene reinzukommen und dass man sich als Frau erst einmal den Platz erkämpfen muss. Und wenn man dann aber mal drinnen ist, dann wird man akzeptiert und aufgenommen und dann ist alles größtenteils leiwand. Das ist so mein persönlicher Eindruck, aber dass man sich halt am Anfang schon erstmal irgendwie so seinen Platz erkämpfen muss. Dass es halt auch immer noch das Klischee gibt, ja, du bist halt die Freundin von XY und du bist ja nur in der Szene, weil der ist in der Szene und da, also es ist so ambivalent, würde ich sagen, ja. Warum würdest du meinen, ist das so? Warum sind Männer eher auch mal schneller da drinnen und warum haben Frauen jetzt vielleicht oft mal nicht so den Bezug zu Metal oder kommen da rein, es sei denn, sie lernen es doch über ihren Freund klischeemäßig kennen? Ja, ich würde auch sagen, dass das mit gesellschaftlichen Geschlechterrollen zu tun hat. Also Heavy Metal ist halt doch viel einfach so. Es geht viel halt also würde ich sagen, Härte, Stärke, halt dieses, je nach Genre natürlich, halt, weiß So, ich nicht, Power je Metal, jetzt nachdem was. Fantasy-Krieger, die in die Schlachten reiten. Black Metal ist halt auch eher sehr, spielt halt sehr mit männlicher Dominanz und so als Thema halt viel Aggression, Hass. Und dass das gesellschaftlich halt dann doch eher Eigenschaften sind, die eher jetzt der männlichen Seite zugeschrieben werden. Und dass man dann vielleicht dann einfach als Mann leichter einen Zugang dazu kriegt.
und leichter andere Männer kennt, die halt schon drin sind in der Szene und dann dadurch leichter reinkommt. Mhm. Und für mich war zum Beispiel, ich habe niemanden gekannt, für mich war ein erster Anlaufpunkt dann das Internet. Ich habe dann in Foren geschrieben und mich da mit anderen ausgetauscht und dann das war so der Punkt, wo ich dann zum Beispiel so das erste Mal auf Death Metal gestoßen bin mit 14. Mhm. Weil mir das, ich habe halt niemanden gekannt, der Metal hört, aber jemand im Internet hat mir halt dann einen Link geschickt, mhm. so zu damals Six Feet Under oder was. Und dann darüber bin ich dann auch zu so ein paar Black Metal Bands gekommen und mhm. wo ich mir denke, dass halt vielleicht das für Typen leichter ist, im Freundeskreis einfach schon den Anschluss zu finden. Ja, das glaube ich nämlich eh auch, dass es einfach der Freundeskreis ist und das Umfeld, in dem man sich bewegt, weil, wie du schon sagst, im Alltag findet man halt dann natürlich weniger Leute, die gleichen Interessen haben wie du und mit denen man sich auch so frei unterhaltet. Und ich glaube, viele, also, Entschuldigung, wenn es nicht so ist, mir kommt es vor, dass viele Mädels vielleicht auch im Jugendalter nicht bereit sind zuzugeben, dass sie so eine Musik hören, weil es ihnen vielleicht mhm. peinlich ist oder so. Weil zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wie ich so im Schulalter war, mir war es jetzt nicht peinlich, das zuzugeben. Ich habe aber gemerkt, dass mich also vorwiegend Männer halt komisch angeschaut haben. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber sehr überrascht waren, wenn ich gesagt habe, nein, ich höre eh Metal. Das war schon eine ziemliche Überraschung. Mhm. Und oder dass es dir vielleicht auch nicht glauben, weil du schaust dir so lieb aus. Ja, genau. So. Also einmal habe ich tatsächlich einfach einen Kommentar gehört. Das war einfach ein bisschen, was, du schaust überhaupt nicht aus, als würdest du Metal hören. Und ich glaube, dass es nämlich, dass das dann zusätzlich nochmal dazu beiträgt, weil einfach auch viele Typen nicht davon ausgehen, dass Frauen vielleicht auch Metal hören, vielleicht, dass denen das auch taugt. Mhm. Und dass man vielleicht sich nicht... Ich weiß nicht, ich finde das sogar eigentlich eine blöde Sache, Musikgenres in Geschlechterrollen zu teilen, weil, na klar, wie du sagst, ja, es gibt dann Power Metal, das eher so auf männliche Struktur aufbaut, aber was gibt den Menschen das Recht, ein Musikgenre auf ein Geschlecht zuzuteilen? Also jetzt auch alle Frauen hören eher Pop oder was? Mhm. Das ja, ich glaube auch gar nicht so, dass das jetzt so absichtlich zugeteilt wird, sondern dass es halt einfach so passiert. Ja, das passiert, ja, sicher. Weil klar. Es halt einfach so verankert ist in der Gesellschaft, dass diese Eigenschaften eher einem bestimmten Geschlecht jetzt zugeschrieben werden. So. Aber glaubst du, kann man das irgendwie ändern? Kann man das irgendwie vielleicht für die Leute zugänglicher machen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, dass man halt das einfach wirklich jeden bietet, blöd gesagt, dass jeder halt einfach sich da offener bewegen kann oder man vielleicht... Ja, gute Frage. Ich glaube, da habe ich keine Antwort drauf. Okay. Ja. Na, was man vielleicht ändern kann, ist innerhalb der Szene, dass man halt ein Bewusstsein dafür schafft, dass es halt Frauen gibt und dass die einfach da sind und dass das akzeptiert das normal ist, werden oder? Muss, dass es normal ist. Und halt auch zu schauen, dass man dann halt nicht, weiß ich nicht, vielleicht untereinander so ein Konkurrenzkampf kommt, sondern halt sich auch gegenseitig unterstützt, dass man sich mit anderen Frauen in der Szene und Musikerinnen kurz schließt einfach. Mhm. Mhm. Und dann halt einfach Mädels, die halt auch gerne in die Szene kommen wollen, einfach halt auch den Rücken stärkt in die Richtung. Mhm. Nicht so aller, ja, du bist jetzt die Neue, sondern einfach, ja, da halt auch vielleicht ein bisschen herzlicher die Leute aufnimmt. Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil es halt doch, wie du eh auch schon sagst, voll gesellschaftlich verankert ist und ja, anderes Thema Umfeld. Ist noch einmal Musikinstrumente. Weil ich denke mir auch, also viele fangen halt schon als Teenager oder Kinder an, was zu spielen. Und kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber mein Eindruck ist so, dass, weiß ich nicht, Burschen eher als Kind von den Eltern eine Gitarre geschenkt bekommen und dann Gitarre lernen. Oder Schlagzeug und Mädels kriegen halt vielleicht eher ein Klavier gekauft oder gehen halt dann in den Gesangsunterricht oder so. Und das schafft ja auch schon so Voraussetzungen, weil halt aus seinen bestimmten Bereichen verwendet man halt jetzt kein Klavier im Metal meistens. Also sicher gibt es ein paar Synthie-Bands mit Keyboard, aber es ist jetzt nicht so verbreitet eben wie Schlagzeug, Gitarre, Bass. Ja, ist schwer zu sagen eigentlich. Ich überlege gerade, weil wir haben in der Volksschule so ein ganz cooles Projekt gehabt. Das war in Zusammenarbeit mit der Musikschule.
da haben wir quasi ein Orchester in der Klasse gegründet und wir haben über Wochen hinweg hat jedes Kind jedes Instrument ausprobiert. Waren natürlich klassische Instrumente, aber es war trotzdem auch Schlagzeug und E-Bass dabei. Und da haben sich aber doch auch quasi gemischt die Leute, also die Kinder in unserer Klasse haben sich doch gemischt relativ, habe ich das Gefühl gehabt, für die Instrumente interessiert. Also die wurden dann am Ende zugeordnet und es gab sowohl Mädels bei Schlagzeug und halt so Bassgeschichten, wie auch, dass es halt die Burschen bei der Querflöte gab oder sowas. Mhm. Also ich weiß nicht, es kann sein, ich kann mir vorstellen, dass das von den Eltern dann kommt, aber... Mhm. Ja, es ist jetzt auch wieder so ein persönlicher Eindruck, so die Frauen, die ich kennengelernt habe in der Szene, die halt mit Instrumenten in Bands vertreten sind, die haben meistens das eher später gelernt, vielleicht so im späteren Teenageralter oder sogar schon als Erwachsene. Also bei mir war es ja auch erst so ab 19 wirklich. Und die Burschen aber, die ich kenne, die dann auch super Gitarristen sind, die haben halt oft wirklich schon mit 12, 13, 14 angefangen. Das ist halt so eine Diskrepanz, die mir jetzt in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld einfach aufgefallen ist. Das ist jetzt nicht, dass es überall so ist, aber. Nein, aber das ist eigentlich grundsätzlich interessant, eigentlich, wenn du das so beobachtest, weil ich persönlich würde dann darauf schließen, dass Burschen natürlich aufgrund ihres Freundeskreises in der Schule das normal war und dass bei Mädels sich vielleicht erst nach dem Schulabschluss, wo sie nicht mehr in ihrem klassischen Umfeld waren, erst dann diese Entwicklung, ja, aber jetzt kann ich ja wirklich das machen, was ich möchte und muss mich nicht in diesem Freundeskreis anpassen. Ja, auch ein interessanter Gedanke. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, bei mir ist halt wirklich ein nicht anderer Fall. Ich habe mit 6 Jahren begonnen, Musik zu machen. Also bei mir ist das schon mein ganzes Leben lang dabei gewesen. Aber das wäre eigentlich interessant. Ja, wenn es Mädels gibt da draußen, sagt uns, wann ihr begonnen habt, so euer Instrument zu lernen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja. Und die Big Boys wollen Comments. Also. Hier unten in die Kommentare hineinschreiben. Ja. Eine Frage hatte ich gerade noch. Was war denn jetzt meine Frage? Jetzt ist meine Frage entfallen. Ich werde jetzt schnell in deine Notizen schauen. Ich werde schauen, ich habe mich ja vorbereitet. Ja, voll. Findest du, es gibt ja das berichtigte Thema Female Fronted. Ah. Unabhängig davon, ob eine Frau an der Stimme ist oder an einem Instrument, auch wenn die Stimme ein Instrument ist, findest du, sollte sich eine Band dadurch auch ein bisschen definieren? Also sollte man das als herausragendes Merkmal schon ansprechen? Oder glaubst du, sollte man das wie sonst bei nur Bands, also nur Männern, genauso handhaben, dass das einfach quasi nicht erwähnt wird. Ich finde, das passt sogar ganz gut, was wir jetzt geredet haben mit den Instrumenten. Welche Instrumente lernen eher die Burschen, welche eher die Mädels in der Schule? Und ja, also wenn Frauen Musikerinnen sind in der Metal-Szene, dann sind sie ja sehr oft Sängerinnen, habe ich jetzt den Eindruck. Das kommt dann kommen wir wieder dazu, dass halt es bei Mädels eher akzeptiert ist, halt Gesangsunterricht jetzt wahrscheinlich zu nehmen, als jetzt E-Gitarre zu lernen. Oder dass die Eltern wahrscheinlich das eher fördern. Oder so. Und da kann man wieder sagen, es ist halt was, ein Einstiegspunkt für Frauen in die Szene, sich dann halt am Gesang zu probieren. Und ansonsten, ob man das jetzt so wichtig als Genre rausheben muss. Dann umformulieren. Wie fühlst du dich als Frau, wenn jemand immer sagt, keine Ahnung, female-fronted Metal-Band oder keine Ahnung, irgendein Artikel, wo steht, die Band und die haben eine weibliche Bassistin oder Gitarristin oder was auch immer. Ja, wobei Female Fronted ist ja meistens immer die Sängerin. Dann. Naja, wenn sicher, du nur eine klar. Gitarristin hast, dann ist nicht mehr Female Fronted, dann ist gar nicht mehr so naja, spannend. Naja, klar eh, aber wenn es grundsätzlich erwähnt wird, wie würdest du dich fühlen, mehr oder weniger, wenn jetzt, keine Ahnung, sag mal, irgendein Artikel über die Band geschrieben wird und dann steht da halt, ja, und die Band mit der Gitarristin und... Würdest du dich irgendwie offended fühlen? Würdest du es cool finden, sagen, dass offended. Man so aussieht? Also natürlich, man will halt jetzt nicht auf sein Geschlecht reduziert werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder gut, wenn man jetzt Frauen ein bisschen auch in den Mittelpunkt stellt in der Berichterstattung, weil das dann vielleicht andere Mädels anspornt, auch in die Richtung zu gehen. Weil ja doch Frauen eigentlich
teilweise recht unsichtbar sind in der Szene, weil halt die Bands Männer dominiert sind und dann halt immer nur Männer interviewt werden, ist es dann vielleicht auch mal ganz gut, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt einen Female-Fronted-Schwerpunkt, einfach damit die Frauen auch einmal zu Wort kommen, die es in der Szene gibt. Und wenn es halt mehrheitlich Sängerinnen sind, dann ist es halt so. Aber das ist ein interessanter Punkt eigentlich, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man dann vielleicht auch mehr Frauen motiviert, da reinzukommen damit. Das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Weil ich finde zum Beispiel, mir ist es jetzt grundsätzlich wurscht, ob jemand sagt Female Fronted. Ich finde nur, es ist kein Genre. Du kannst Female Fronted Metalcore haben, du kannst Female Fronted Death Metal haben, du kannst Female Fronted Country Musik haben. Sagt aber auch keiner plötzlich Female Fronted. Also da gehört ja immer ein bisschen mehr dazu als Female Fronted. Wobei im Death Metal, Black Metal wird es nicht so einen Unterschied machen, wird's nicht weil auffallen, die Screaming-Stimme, die, gut, man hört das schon ein bisschen, ob es jetzt eine weibliche oder männliche Stimme ist, aber jetzt bei so Power Metal, Symphonic Metal, wo das Gesang clean ist, da gibt es halt einen eindeutig hörbaren Unterschied zwischen einer Frauenstimme und einer Männerstimme wiederum. Vielleicht ist da die Bezeichnung legitimer als jetzt in anderen Genres. Na, ich finde das immer interessant, wie Leute damit umgehen und wie die Meinungen gespalten sind. Ja. Die einen regen sich ja total auf, die anderen finden es wichtig. Ich denke mir als Frau, jo, nehmt es, wie es wollt. Ich fühle mich nicht angegriffen, auch wenn ich jetzt keine Frau bin. Ich singe nicht, ich scream nicht, was auch immer. Ich verstecke mich schon bewusst hinter meinem Instrument, aber nicht, weil ich eine Frau bin. Ja. Ich find den Term ziemlich spannend, wie da die Meinungen sind. Ja, also bei meiner Meinung ist er halt eher so, ja, mir ist das egal. Also eh auch wurscht, okay. Ja. Ich glaub nämlich, dass sich da viele Typen mal die Gedanken drüber machen, so, ja, aber die könnten sich so fühlen oder sowas und dann, deswegen wollte ich jetzt wissen. Ja, die Einzigen, die sich darüber aufregen, sind dann wahrscheinlich eh irgendwelche Dudes, die sich dann halt jetzt angepisst fühlen, so, ah, was ist mit den Männern? Was ist mit male-fronted Bands? So. Aber ja, Male-Fronted ist eh jede Band quasi, also im Metal-Genre. Also ja, viele. Kann man ja halt den Frauen auch ihre Sternenstunden lassen. Nee, das ist ein schwieriger Term. Oh. Ich glaube, damit kommen wir dann eh schon zum Ende. Ja, das ist. Ah, doch, eins würde mich noch interessieren. Und zwar nicht aus Sicht der Musikerin, sondern. Ein bisschen angesprochen haben wir es ja eh schon, aber generell das ganze Thema, wenn du als Besucher zu einem Metal-Konzert gehst, hast du das Gefühl, dass du schief angeschaut wirst? Hast du das Gefühl, dass das wurscht ist dort? Oder? Weil ich glaube, das ist nämlich auch so ein wichtiger Schritt in Richtung, wie akzeptiert ist es? Na, schief angeschaut definitiv nicht, nein. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, halt, wenn es einen Moshpit gibt, ist es halt vielleicht ein bisschen blöd, wenn da halt immer die großen 100-Kilo-Typen drin sind und dann muss man halt ein bisschen mehr aufpassen, wenn man halt also eher eine kleinere Statur hat, was halt Frauen öfter haben. Und aber sonst. Okay. Na, ich habe nämlich das Gefühl, dass man jetzt nicht schief angeschaut wird, aber dass sogar die Typen mehr Acht geben, weil man eine Frau ist. Und das finde ich aber ehrlich gesagt auch eine gute Sache, weil wie du sagst, man hat als Frau einfach grundsätzlich mal eine kleinere Statur als ein Mann und man hat auch meistens einfach weniger Muskeln als ein Mann. Also Kraft, Entschuldigung, das nicht offensiv irgendwen angehen jetzt oder so. Bei mir fällt einfach auf, natürlich im Moshpit, jedem wird aufgeholfen. Mir fällt aber auch auf, dass wenn ein Mädel hinfällt im Moshpit, dass gleich 5 Typen dastehen und nicht nur 2. Das finde ich schon super. Und muss auch sagen, ich finde es auch super, natürlich mit den richtigen Personen, mit Typen bei Konzerten zu sein, bei sowas, weil ich es dann auch mehr genießen kann. Weil mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich, wie ich in der Arena in der kleinen Halle war. Ich weiß nicht mehr, welche Band das war, aber es ist unglaublich zugegangen und es war vollgestopft und ich glaube, der ganze Raum war mehr oder weniger ein Moshpit, bis auf ein bisschen was. Und die Big Boys, Peter und Thomas, waren auch mit. Und ich habe es nicht erzählt, weil die Leute im Moshpit sich einfach immer so gegen die Ränder kraut haben. Die
die hauen mich blau und grün, wenn ich da stehen bleibe. Mhm. Weil ich kann schon schubsen, aber irgendwo gibt es Grenzen und irgendwo kriege ich den Ellbogen halt drastisch rein oder den Fuß. Ja. Und die zwei haben sich einfach so vor mich hingestellt, dass ich noch super auf die Bühne gesehen habe und haben quasi mich vor dem Moshpit verteidigt. Mhm. Was ich eine super Aktion finde. Also da kommt mir dann schon vor, als würden die Typen schon auch drauf achten bei Konzerten, dass die Brutalität nicht vielleicht jetzt ganz an der Frau ausgeübt wird. Das finde ich schon cool. Wobei, da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht allgemein macht bei Menschen, die kleiner sind, weil also ich habe auch Freunde, die sind zwar, oder denen wird jetzt das männliche Geschlecht zugeschrieben, aber die sind nicht unbedingt größer oder stärker als ich. Mhm. Und wenn man dann, wenn ich hinfalle, und mir hilft man auf, weil ich eine Frau bin, aber meinem Kumpel, der kleiner der das ist, auch bräuchte, nur weil er ein Typ ist, kriegt dann keine, nicht so eine tolle Hilfe, das wäre dann auch scheiße, ja. Das stimmt, ja. Aber ja, da sieht man dann zumindest einen Vorzug der Frau im Gegensatz zu Männern, leider in dem Sinne. Also für uns gut, für Männer schlecht. Ja, das stimmt, aber schaut mehr auf die Leute, auch auf Typen. Schaut einfach, wie groß oder klein die Leute sind. Schauen wir einfach auf alle. Ja, seid lieb zueinander. Egal ob Mann oder Frau und egal ob im Publikum oder auf der Bühne, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine gute Conclusio von dem. Damit sind wir jetzt bei unserem Fazit. Ja, das ist so mehr. Mehr Zusammenhalt in der Szene würde ich mir immer wünschen und weniger Konkurrenzdenken. Ja. Und dass man auch neue Leute herzlicher einfach aufnimmt in die Szene. Voll. Und Vorurteile. Eben auch keinen Unterschied macht jetzt, hey, ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Typ? Weil keiner möchte irgendwie sich komisch fühlen oder anders behandelt fühlen. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich. Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch und für deine Zeit. Ja, ich danke auch. Und danke an die Big Boys natürlich für die Einladung. Genau.